Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Binding of Isaac Repentance. Yo! Was wollte ich gerade sagen eigentlich, ey? Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Binding of Isaac Repentance. Folge 90 steht an, das heißt, wir sind nur noch 10 Folgen von der Folge 100 entfernt und ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass eigentlich, die Folge 100 werden wir in irgendeiner Art und Weise feiern und zwar wird das on Stream stattfinden. Ich habe nämlich noch unendlich viele Game Keys, die ich super gerne verlosen würde an euch und da werden wir ein cooles kleines Isaac Event mitmachen, so als kleines Dankeschön von mir an euch, die jetzt hier sich durch die ganzen Folgen wursteln, die sich das angucken, was ich hier mache und mir Motivation schenken, in denen Kommentare da kommen oder Daumis nach oben, all solche Sachen. Freut mich wirklich sehr. Bis jetzt hat mir die Reise unglaublich viel Spaß gemacht. 10 Folgen noch, dann ist die 100 geknackt und dann gibt es ein geiles Stream-Event. Da frage ich mich übrigens, Burak Kutlu, wo ist der eigentlich? Der war so in den ersten Folgen immer so am Top kommentieren, war immer am Start, auf einmal nicht mehr da. Muss ich mir Sorgen machen? Ich hoffe doch nicht, oder was, ne? Ich hoffe, dir geht es gut, denn Darky und ich, wir vermissen dich und wir haben dich nicht vergessen, Bro. Komm wieder, gib uns ein Lebenszeichen. Sag, dass es dir gut geht. So nämlich. Und wie Burak Kutlu sich wahrscheinlich jetzt gerade durch die Challenges des Lebens wurstelt und irgendwie versucht klarzukommen, wie wir alle, ist es Zeit, dass Isaac sich einer weiteren Challenge stellt. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir heute eine kackige Wurstloch-Challenge machen. Sie nennt sich Solar System. Es ist eine Kackwurst-Challenge, wirklich, ihr werdet sehen, warum. Aber wir schalten damit etwas unglaublich Cooles frei, was eine Rune ist. Sie heißt Perthrow und funktioniert quasi wie ein einmaliger D6. Ist ganz geil. Holen wir uns heute, oder was? Auf geht's. Ja, wir können nicht schießen. Wir fliegen dafür aber. Und fliegen ist das Zauberwort, denn, wir können nur mit diesen Fliegen, die um uns herum fliegen, angreifen. So, die rote Fliege ist dichter dran, macht aber mehr Damage. Die blaue Fliege ist etwas sicherer, weil weiter weg, macht aber weniger Damage. Ja, und wen müssen wir legen? Niemand geringeres als Muttis Herz, ne? Muttis Herz. Na klar. So. Also, was wollen wir? Wir wollen Survivability. Wir wollen irgendwelche coolen Spacebar-Items vielleicht. Weil, wenn ich mich recht erinnere, es ist halt 100 Jahre her, dass ich die Challenge gemacht habe. Obwohl, on Stream. Vor ein, zwei Monaten oder so. Naja, jedenfalls bin ich der Meinung, dass es hier Item-Rooms gibt. Werden wir gleich mal ermitteln. Und da hoffen wir einfach mal auf super coole Spacebar-Items. Welche, die uns carry. Was weiß ich, sowas, was wir in jedem Raum benutzen können, wie Gabby's Head. Oder, keine Ahnung, Satanic Bible oder sowas. Da ist die Bible. Damit können wir natürlich super easy Muddy einfach töten. Aber das werden wir uns jetzt nicht leisten können. Wir haben nur 3 Euro, wir brauchen 15. Es gibt keine Item-Rooms, wie ich das sehe. Super. Gut, dann habe ich mich wohl vertan. Dann müssen wir hoffen, dass wir irgendwie Secret Rooms oder sowas bekommen. Hier könnte einer sein, tatsächlich. Wir haben auch nur eine Bombe, ne? Ein einziges Bombi-Mombi. Ich probier's mal aus. Weil hier unten kann er nicht sein. Links waren ja Steine in dem Raum unterm Shop. So nämlich. Ah, es ist Geld, aber nicht genug, ne? 3 Euro brauchen wir noch. Vielleicht kriegen wir ja vom Boss Pageant Boy. Pageant Boy? Ich weiß immer noch nicht, wie das ausgesprochen wird. Aber naja, vielleicht, ne? So, jetzt hier bei den ersten Bossen, da macht die rote Fliege halt noch gut Damage. Das geht klar, ne? Hui. Naja, ich nehme das Rotten Heart, weil dann generieren wir halt pro Raum noch mehr Fliegen, ne? Oder was sagst du, Bobby? Moin! Mhm. Ja, Mann, Fliegen sind schon geil, aber ich bin geiler! Sehe ich auch so, Mann. Sehe ich auch so. Ja. Die Sun werde ich mir auch bewahren, weil die heilt uns halt wieder voll. Ich könnte sie jetzt auch als Mapping benutzen und so, klar, aber ich glaube, da ist mehr Value drin, wenn wir uns damit wieder hochheilen. Denn bis Mom's Heart ist es ein weiter und steiniger Weg. Und die Sonne wird uns dabei begleiten, oder was? Oh, es tut so weh, Mann. Mach das, gib das. Aha, es tut noch viel mehr weh. The World. Ja gut, wenn ich die Sun mitnehme, dann kann ich die World auch hier benutzen. Ich gehe mal rein, Lushan. Eraser. Ich meine, damit haben wir noch nie gespielt, ne? Und
Man schmeißt ihn quasi auf einen Gegner, der stirbt instant und taucht nie wieder auf. Man kann ihn zwar nur once per floor benutzen, aber vielleicht haben wir ja gleich genug Geld, um uns ihn zu leisten und können dann Gegner, die so gar nicht gut funktionieren mit unserem Setup, halt einfach weg-erasen, für immer und ewig. Ich denke da, keine Ahnung, an Money Booms. Also die Viecher, die auf dich zurennen und explodieren. Zum Beispiel. Das ist halt nervig. Oder, was weiß ich, jetzt fällt mir natürlich überhaupt gar nichts ein, aber es gibt genügend Beispiele eigentlich. Oh mein Gott! Und da ist die Satanic Bible, ey. Whatever. Ja, das ist doch gut. Dann haben wir nämlich so ein bisschen Survivability. Mark bringt, glaube ich, überhaupt nichts, ne? Ist halt ein Speed-Up, ja. Sister Maggie wäre tatsächlich ein Call. Denn dann können wir wenigstens so ein bisschen schießen. Weil Mark, ich glaube nicht, dass unsere Fliegen damit mit unserem Damage skalieren. Das glaube ich nicht. Ich weiß es nicht, aber ich glaube es nicht. Ich habe Sister Maggie genommen, ey. Soll ich Mark einfach trotzdem nehmen, weil wir kriegen dann ja einen Blackheart dazu? Ja, komm, machen wir einfach, ne? Tut ja nicht weh. So! Oh mein Gott, ich habe gar nicht dran gedacht, dass wir, wenn wir jetzt einen Hit kriegen, tot sind. na gut, wir schaffen das. Oder wir sterben halt einfach grausam. Eines grausamen Todes quasi. Aha. Oh mein Gott. Die Infinity. Das kann natürlich jetzt big sein mit der Bible. Aber ich warte noch mal kurz. Ich warte noch mal kurz. Das ist gut. Eternal Hearts geben uns HP-Ups. Oh mein Gott, was geht hier vor sich schon wieder? Oh mein Gott, jetzt haben wir Eraser, Bible, die Infinity. HP vielleicht irgendwie, das wäre noch ganz geil. Ist hier der Super Secret Room? Ja, ne? Warte mal, aber hier kann er nicht sein. Wo ist er denn dann? Health up, come on. Shot speed up, naja. Zum Boss würde ich jetzt ungern rein. Super Secret Room. Hier? Shitty. Shitty Bang. War eine Batterie im Shop. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ja, natürlich nicht. Wir können den Eraser kaufen, mit dem D-Infinity austauschen, dann im Secret Room rewollen und ein Secret Room Item bekommen. Aber was für ein Secret Room Item könnte uns jetzt großartig helfen, ist die Frage. Warte mal, ich muss mal kurz meine Kamera fixen hier, sorry. Was für ein Secret Room Item könnte uns jetzt helfen? Rock Bottom bringt nicht allzu viel, weil wir haben keine Tränen. Irgendwas, was uns HP gibt, der Fat Odd Mushroom oder sowas. Oder Blue Cap. Aber wir können es trotzdem machen, ne? Was soll's eigentlich? Was soll's? Wir machen es einfach. Ne? Wir leben jetzt nochmal wieder im Moment und probieren ein bisschen rum. Weil sonst wüsste ich nicht, was wir mit dem D-Infinity anfangen sollen. Die Satanic Bible will ich auf keinen Fall rerollen. Die brauche ich wirklich, um Survivability zu gewährleisten. Das heißt, wir machen jetzt so. So. Das ist der D6, ne? Genau. D20, D100, D4, D6. Samson's Chains. Ich glaube, das ist wirklich nicht so geil. Aber hilft uns natürlich dabei, jeden Tinted Rock zu bekommen, ne? Ich mache es mal, ich spreng hier nochmal, weil wer weiß, was hier noch so rauskommen kann. Ach so! Ach, so ein Ding ist das natürlich. La 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 la. Das war ja asozial, oder was? Gut. Wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt. Wir holen uns unsere Bible wieder. Hier vielleicht noch Geld drin. Na, jetzt können wir halt alles kaputt machen mit dieser Chain. Und mit Sister Maggie können wir sogar Feuer kaputt machen. Es ist ja wie ein normaler Run gerade. Das ist ja der Wahnsinn. Ich habe halt Angst ein bisschen vor dem Boss, der jetzt kommt. Und ja, Satanic Bible. Halt wirklich nur wegen Survivability jetzt, ne? Ich glaube nämlich wirklich, dass die überwiegt. Aktuell.
ja. Na gut, dann hoffen wir mal, dass wir den Boss überleben. Wenn nicht, dann starte ich halt direkt neu, was soll's. Soli Moli hier drin in der Kacke vielleicht, ey? Ein schönes blaues Kackherz. Ja. Mhm. Yeah. Es ist der Duke. Okay, die Fliegen, die er raushaut, die sind instant meine. Von daher wird er sich einfach selbst umbringen, genau. So. Spirit of the Night kann ich nicht nehmen, brauche ich aber auch nicht. Satanic Bible kann ich jetzt nehmen. Hier drin haben wir ja schon alles geholt. Das heißt, ich gehe jetzt... Ich glaube, ich nehme die Bible... Nee, ich nehme sie auf den nächsten Floor, weil dann kriegen wir ja wieder ein Devil-Deal-Item vom Boss. Und das können ja auch gute Familiars sein. Und Familiars sind jetzt gerade eine gute Möglichkeit, um Damage noch zu machen. So. Die Bible. Und los geht's. Das ist doch schon ein relativ gutes Setup, oder? Also, so scheiße das auch ist, ich glaube, das ist relativ gut. Hat das Sinn gemacht, was ich gerade gesagt habe? Ey, kein Plan. So, der Boomerang ist natürlich auch geil, aber ich glaube, die Satanic Bible ist immer noch besser. Das nehme ich. Dann hole ich mir gleich die Battery, nachdem wir uns die drei Charges hier noch gegönnt haben. Health up? Mhm. Sagen wir mal ein Drittel Health up, ne? Health. So, jetzt machen wir den Raum, haben dann den Charge voll. Und dann, ich fliege genau falsch rum, eigentlich. So, yo, 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 geil. Ja, egal. Wir haben es ja, ne? Wir haben es ja. Wir haben ja die Bible. Ja, ist schon geil. Ich glaube, die Bible war der richtige Call, tatsächlich. Dann haben wir einen Challenge Room. Geil. Naja, was habe ich auch erwartet, ne? Ja, das ist jetzt halt ein Problem. Ja. Ach nee, das sind ja meine Fliegen. Das ist gar kein Problem. Das ist voll cool. Tatsächlich. Oh, Health up. Lockdown, scheiß drauf. Da kackt der Bär drauf, Mann. So, auf zum Boss oder vorher nochmal einen Charge gönnen? Ich gönne mir nochmal einen Charge. Chargy Magi. Oh, die werden doch sowas von in meinem Gesicht explodieren gleich, oder? Ja, das ist halt der Nachteil an Samsons Chain. Wir machen natürlich unsere Deckung damit auch kaputt. Wenn wir irgendwo drüber fliegen. Will ich hier rein? Weiß ich noch nicht, ey. Ich muss mir das nochmal überlegen. First Room, ja, nein. Ey, Mann, ich glaube, das lohnt sich nicht. Da wird bestimmt sowieso nur irgendwie... werden nur 5 Spinnen drin sein oder so. Aber vielleicht ja auch ein Eternal Heart. So, eure Pestilenz. Ja, keine Shanks oder was. Okay, das ist gut. Ein drittes Orbital-Dings-Bombs. Protection halt, ne? 3 Orbitals, das ist schon wirklich eine sehr, sehr gute Verteidigung. Kaum eine Träne wird uns jetzt noch treffen. Contact Damage mit Gegnern natürlich. Weiterhin ein Problem. Egal. Oh. Damn. Was geht hier ab? Ja gut, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, ne? Ist schon cool, aber nee. Nee. Ich bleibe auf Nummer sicher. Wir müssen ja bis zu Mom's Heart, ne? Das heißt auch 2 Floors, wo wir Full Heart Damage kriegen. Und da wollen wir natürlich gerne eine Quelle an Herzen behalten. Oder wert. Da habe ich immer Angst, dass die explodieren, aber naja. Warum auch immer das Feuer gerade explodiert ist? Kein Plan, ey. Ist alles cool, was hier abgeht. Ist alles geil.
Ich weiß nicht warum, ne? Aber manchmal sind Challenge Runs. Ja, da kriege ich geilere Builds als. Ja, keine Ahnung, der letzte Run, den wir jetzt hatten mit. Okay. Mit Lilith. Da war ja, wir hatten ja im Endeffekt in keinem einzigen Item Room ein Item, was wir nehmen konnten. Wir hatten wirklich Lucky Polyphemus in einem Crawl Space. Den wir auch nur Lucky bekommen haben, weil ich halt einfach die. Naja, wie heißt sie noch? Die Rune Shard, in der Hoffnung, dass es halt eine Iwas Rune ist, habe ich sie halt auf einem auf einer Floor Deko genutzt. So, da war dann Crawlspace. In dem Crawlspace war tatsächlich naja, Polyphemus drin. Ohne Polyphemus, der Run wäre nie was geworden, wirklich. Also ja, gut, wir hatten schon echt viele Familias auch und durch die ganzen Blood Donation Machines eine gute Chance auf neue Familias durch Cambion Conception. Also ja, es war schon okay. Aber Items? Item-technisch wirklich. Das war das allerletzte, der Run. Hier passt das schon besser, gerade zu unserem Build. Yo. Auch interessant, aber nein, danke. Cambion Conception, ne? Ah! So. 15 Mal getroffen werden und dann bekommen wir Demon Familiar. Das wäre natürlich nicht schlecht. Guppy bringt uns eh nichts. Ich glaube, ich nehme Cambion Concept. Getroffen werden wir auf jeden Fall. Und dann kriegen wir wenigstens Familiars dazu, die uns wiederum, naja, die Möglichkeit geben, Schaden zu verursachen, oder? Klar. Hier ist ein Challenge Room, Mann. Ah! Ich hatte halt dieses Mal wirklich gehofft, dass da irgendwie HP up oder so drin ist. Ah! Einfach nur, damit wir den nächsten Deal halt auch wieder easy kriegen können. Oder nehmen können. Ach komm. Oh man. Good stuff. Ja, diese Challenge ist halt wirklich richtig gut, um die Pattern der Mobs zu lernen halt, ne? Weil du kannst nicht angreifen, du musst um die rumtanzen, du musst wissen, wie sie sich verhalten. Klar, können auch weiter Fehler passieren, um Gottes Willen, ne? Selbstverständlich passiert das. Aber es hilft doch schon sehr. Ich habe damals so gestruggelt mit dieser Challenge, Ewigkeiten habe ich dafür gebraucht. Aber sie war ein guter Lehrer, war sie, diese Challenge, würde ich sagen. Seht ihr? Genau so ist es nämlich. Wow. Dann Tiddy Rocky. Rocky Tiddy. Zucky Bumbucky. Ne. Naja, Fliegen sind aber auch cool. Unsere Fliegen machen natürlich, also unsere blauen, normalen Fliegen, die machen auf jeden Fall mehr Damage, wenn wir mehr Damage bekommen. Also Damage Stat. Mach denselben Flow nochmal. Nein, danke. Aber ich weiß halt wirklich nicht, wie es mit diesen beiden, also mit der roten und der blauen Fliege ist, die um uns rumcirkeln. Keine Ahnung. Lovers. Brauche ich nicht. Ja. Ich finde, das ist in Ordnung, so wie es aktuell läuft. Wir haben Full HP, Satanic Bible wieder am Poggen. Oh, das könnte auch spaßig werden. Gekauft. Das ist gekauft. Wheel of Fortune. Wheel of Fortune. Nee, Sprengung. Hab keinen Bock drauf. Dann mach ich mal den hier und... Komm, weiter. Was soll's. Oh, Explosive Rock. Achtung. Wow. Ich sag's noch, ey. Easy. Nee. Ein HP vielleicht.
Einfach, dass der Deal gleich entspannter wird zu nehmen. Danke. Ich find's cool, wenn die Leute machen, was ich will, ey. So, das wird ein beschissenerer Fight, glaube ich. Ah. Ja, ja, das gibt mir Zeit. Oh, auf einmal wurde sie schneller. Egal, passt. Alles cool. Naja, ich weiß nicht, ob das gut ist, tatsächlich. Die werden dann ja gefeiert, wenn ich dich dran gehe und rennen vor mir weg. Und wenn die vor mir wegrennen, dann kann ich die nicht so gut treffen. Muss ich mir mal überlegen. Brimstone... Oh, Duality, though. Da können wir geile Items aus dem Angel Tier vielleicht noch kriegen, ne? Protection oder... Irgendwas. Ja, nehmen wir mal Duality mit. Und Brimstone Bombs, ja, why not? Why not? Die können helfen. Super, dankeschön, dankeschön. Danke, danke. Dann hole ich mir die Batterie noch. Ja, why not, ne? Why eigentlich not? So machen wir das. Klasse. Brrt. Wo sind wir überhaupt gerade? Deaths 1. Das heißt, jetzt kommt Deaths 2, also Mom's Foot. Will ich dann jetzt... Ach komm, dann holen wir uns die Batterie noch. Was soll's sein? Was soll's? Das ist okay. Und rein da. Vielleicht kriegen wir jetzt einen schönen Angelo Merte. Beziehungsweise, also wenn wir einen Deal kriegen, dann können wir uns halt aussuchen, zu wem wir reingehen. Das ist halt ganz geil bei Duality. Aber man kann nicht in beide, soweit ich weiß. Sondern man sucht sich einen aus und da, wo man zuerst reingeht, naja, der andere verschwindet dann halt. Ja! Yeah. Chariot. Oh, Chariot ist gut. Ist gut, ist gut. Dann nehme ich hier einfach Sun. Was soll's. Weil ich glaube, bei Mom's Foot würde ich schon sehr gerne Chariot nutzen. Das macht die Sache um einiges entspannter. Und mit der gebufften Karte, na gut, da hält der Effekt halt sehr, sehr lange, ne? Das ist ganz geil. Oh, danke schön, Curse of the Maze. Du bist so cool immer. So, Stars bringt uns nichts. Chariot, Sun, nochmal Sun. Mäh. Naja, passt schon. Ich bin sehr zufrieden. Oh, Magic Mush hier rausholen. Naja. So, Shop für 10 Euro. Lohnt sich das jetzt nochmal? Ich würde fast sagen, nein. Ich tät nein sagen, oder was? Achso, ja, ich habe gar nicht gesehen. Ich habe gerade gedacht, wir müssen links rum zum Boss, aber wenn wir jetzt hier eh lang müssen, dann können wir auch zum Boss, zum Shop. Oder? Ja. Riskieren wir mal einen kleinen Blacky Mickey. Gut. Ja, klasse. Toll. Schön. Und rein. Ja! Ja! Oh. Big Money und keine Shops mehr. Naja. Schaffen theoretisch sogar noch Boss Rush. Also, ist zum Boss Rush. Wisst ihr was, ey? Scheiß mal auf Chariot. Wir gehen zum Boss Rush. In der Hoffnung, dass wir es jetzt in einer Minute hinkriegen. Oh, die Blödmänner. So, weg mit dir. Keine Zeit. Ich muss zum Boss Rush. Und dann holen wir uns da ein Item raus und verpieseln uns. Pushen wir jetzt ein bisschen. Oh, so, 19, 13. Ja, das sieht doch cool aus. Komm schon! Damage ist jetzt kein Problem, weil wir haben Cambion Conception. Da haben wir zum Beispiel den Leech gerade bekommen. Das ist okay. Guter Trade. Da mokelt's, Digga! Da mokelt's! Warte mal, ich schau mal schnell rein hier. Ja, oh, was soll's, ey. Body Solly. Und dann hier. Split Shot, Roid Rage. Also Speed ist ganz cool, ne? Speed ist ganz cool. Oder... Better Pills? Nee.
Glitcher bringt uns halt leider nichts, auch wenn ich das natürlich liebe. Nehmen wir Roid Rage oder was, ne? Roidy Ragey und sagen Tschüssikowski. So. Dann The Tower. Oh. Danke, Maze. Danke, wirklich. Es ist so cool zu wissen, dass irgendwer da draußen über dich wacht, Mann. Und auf dich aufpasst. Das war richtig unklug. Ja, geil. Cool. So, und jetzt nehmen wir die Chariotte mit. Hier wird nochmal gesprengt. Nice. Oh ja. Ja, die Predictions mit den Secret Rooms, die sitzen heute. Das finde ich schön. Und ja, Damokels oder nicht Damokels ist die Frage, ne? Also wahrscheinlich eher nicht Damokels. Auf der anderen Seite hätte ich halt schon Bock, ne? Sind Angel Deals damit, also sind das Item Pedestals, die halt verdoppelt werden? Damokles, ey, ich weiß auch nicht. Ich meine, wir müssen es ja jetzt noch nicht nehmen. Aber dann ist die Bible weg, ne? Es ist total dämlich, wenn ich das jetzt nehme. Es ist richtig, richtig dumm. Macht null Sinn. Ich sehe schon, wie ich wirklich kurz vor Moms Heart, dann triggert das Ding und ich bin tot. Das war das Dümmste, was ich jemals gemacht habe, glaube ich. Schnell den Kaffee runterwürgen. Ach nee, der ist schon leer. Kacke. Oh, das war so dumm. Hm. Naja, es triggert ja erst, wenn wir getroffen werden. Und da wird es halt auch schon direkt passieren, weil... Was ist das hier für eine Frechheit, wirklich? Kann man ja eigentlich schon einen Chariot nehmen, ne? Yo, Freunde! Ich hasse mein Leben. Das kann doch nicht wahr sein jetzt hier, oder was? Da mokelt's. Man mokelt doch hier nicht so rum. Dann müssen wir jetzt eigentlich nur verdammt schnell sein. Oh mein Gott. Das war so unklug. Das war so verdammt unklug, wirklich. Oh Mann. Schnell. Weg, weg. Keine Zeit. Oh, jetzt habe ich Zeitdruck. Ich habe Angst. Angst, Potter. Fahr ihm weiter, Malfoy Mann. Wie talkst du eigentlich mit mir? Ja, verprügel mich. Ja, ist das geil. Ich nehme das, weil vielleicht kriegen wir dann noch irgendwelche coolen Geschichten, die uns Herzen geben. So, das ist auch eine Frechheit. Wo ist die blaue Fliege? Da. Yeet, Yat, Yot. Oh, ist das cool. Ich glaube, mittlerweile... Also, wir werden nicht an Damokels sterben, ne? Wir werden einfach so sterben. Oh, es ist schlimm. Das ist so schrecklich. Das ist so grausam. Bitte nicht. Was habe ich getan? Ich hol das alles nicht mehr aus. Wieso stoppt mich denn keiner? Nimm das. Was ist, wenn ich die Chariot in dem Moment gerade anhabe, wo Damokles triggert? Ey, bin ich dann unverwundbar? Oh, da war ein Freund. Da war ein Freund. Oh, es hat sich gerade gedreht. Ich habe gedacht, das war's jetzt, ey. Oh, hab ich gerade... Oh, Schweiß. Okay, ein Floor nur noch, Leute. Einer. Bla, da, da, da. Komm schon, sei jetzt nicht so. Du Ascheloch. Gönnung. Bitte. Da, 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 da. Nine Lives. Oh, das ist doch gut, oder? Ich glaube, das ist gut. Wenn jetzt Damocles triggert, dann leben wir doch noch, oder? Oder? Wir haben übrigens, das hat auch überhaupt gar nichts gebracht, weil da war jetzt gerade gar kein Deal, ey. Also kein Angel-Deal, der die Pedestals verdoppelt. Hört doch auf jetzt. Weil ihr seid die allerletzten. Oder die allerersten, je nachdem. Na.
Ich wollte gerade sagen, Curse Eye locker, ne? Aber na gut, ist mir auch egal jetzt. Aber Curse Eye gegönnt, kein Problem. Ja, da wollte das Spiel mir wieder so richtig einen mitgeben, aber ich kann gar nicht schießen. Ne? Ich kann gar nicht schießen, du kannst mir nix. Ich bin viel zu schlecht. Also viel zu schlecht ausgestattet, um überhaupt unter Curse Eye zu leiden. Danke. Richtig schön einen mitgegeben. Oh Gott. Mutter. Mutter. Also sobald wir es zum Mutti schaffen, ist eigentlich alles cool. Oh, der ist doch so groß und gefährlich auch. Hören Sie auf. Das ist so cool, diese ganzen Batterien hier gerade, ne? Oh. Hör auf, wie stark kann man denn sein, ey? Oh, danke. So, jetzt aber zack, zack, zack. Gute Nummer, gute Nummer. Ha. Oh. Mal gucken, ob Damocles überhaupt noch triggern wird, ne? Oder ob wir es theoretisch auch so geschafft hätten. Ich hoffe wirklich, dass das funktioniert mit 9 Lives und nicht, dass es wirklich so gemacht ist, dass du halt auf jeden Fall, ist der Run vorbei. Wer weiß, ich traue dem Spiel alles zu. Machen wir heute wieder Wissenschaft, vielleicht. Komm schon, ey. Dille, 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 dille. Yo. Ey, ich bob mich jetzt hier durch. Das ist mir alles zu nervig. Ah. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Dankeschön. Oh. Firemind, geil, ey. Flaming Tears, Placenta, HP, okay. So, da haben wir doch nochmal Value gezogen von Damocles. Wenn auch nur ein bisschen. Aber vielleicht war es ja das HP, was dazu gekommen ist, ne? Komm, scheiß drauf. Warum? Wozu? Ah, es war der richtige Weg. Und jetzt gleich schön mit der Chariot da rein, ey. Ba, 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 ba. Bang, bang, keine Zeit, keine Zeit. Hören Sie auf, kommen Sie wieder. Ist das geil. Easy peasy. Und nochmal rein hier. Guardian Angel. Und Wafer. Ja, war doch schön. War doch ein schöner Run, oder was? Zumindest noch ein bisschen. Angstschweiß unter den Achseln gehabt, wegen Damocles. Aber hey, jetzt haben wir Perthrow freigeschaltet und das ist eine Rune, wie gesagt, die hat halt den D6-Effekt, das heißt, die reroad alle Items in diesen Raum, ist dann aber verbraucht. Ja, dann war's das für heute. Eine kurze, knackige Nummer, aber dann nehme ich jetzt im Anschluss gleich die nächste Challenge auf. Dann haben wir jetzt zwar 2 Challenges, ja, aber wir müssen ja auch irgendwie vorankommen damit, ne? So ist es. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, wenn dir es gefallen hat, dann lass auch gerne einen Daumi-Maumi nach Obi-Doi da, oder was? Oder komm live auf Twitch und sag mir gerne Moin oder so. Stay cozy, bis morgen. Tschüss.